Frau Hesse. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Frau Oldenburg. Ich denke, mit Ihrem Einstieg haben Sie ein Zitat bemüht, was wir alle kennen. Wir haben ein Problem oder Sie haben ein Problem. Ich erinnerte mich an den Film Houston, We Have a Problem. Und das Ganze bezog sich auf die Raumfahrt und weniger auf unsere Schulpolitik. Und vielleicht sollte man das gleich als Eingangsstatement auch nehmen. Insofern lassen Sie mich zu meinen Ausführungen kommen. Ich stimme Frau Oldenburg zu. Die Lehrerkräfte oder Lehrkräftegewinnung für den ländlichen Raum ist eine große Herausforderung für die verantwortliche Bildungs- und Schulpolitik, nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern in ganz Deutschland. Und das sollten wir auch nicht negieren. Traditionell sind nämlich stark ländlich geprägte Räume ohne hinreichende Anbindung an die Städte oder zumindest zentrale Orte für Lehrerinnen und Lehrer, wie aber übrigens auch für andere akademische Fachkräfte oder auch Fachkräfte insgesamt, nur wenig hinreichend attraktiv, wenn sie in ihrer jeweiligen Situation mit Vorteilen der Lebensqualität verbunden sind. Ein Faktor dieser Lebensqualität ist sicher auch die Bindung und Beheimatung in der Region. Und daher ist es nicht von vornherein abwegig zu prüfen, inwiefern Lehramtsstudierende und gegebenenfalls auch andere Studierende an den Hochschulen des Landes, vor allem solche, die nicht aus Mecklenburg-Vorpommern stammen, schon während der praktischen Studienphase auch mit den ländlichen Räumen bekannt und sogar vertraut gemacht werden und sie schätzen lernen. Gleichzeitig ist es aber eine unumstößliche Tatsache, dass derartige Praktikumsplätze auf dem Land eben nur in begrenzter Zahl zur Verfügung stehen. Und da kann man eine Stadt wie Rostock nicht vergleichen wie eine kleine Stadt Dassow. Und das muss man auch einfach mal zur Kenntnis nehmen. Sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, soweit vielleicht die Einführungsanalyse. Was lässt sich tun? Die Fraktion Die Linke hat uns hier einen Vorschlag unterbreitet. Und Respekt, Frau Oldenburg, Sie schaffen es, einen sehr kleinen Punkt sehr groß darzustellen. Nämlich die Fahrtkosten der Lehramtsstudierenden zumindest in den Landkreisen Rostock und Vorpommern-Greifswald zu übernehmen. Davon verspricht sie sich ein stärkeres Interesse der künftigen Lehrkräfte am ländlichen Raum. Davon, dass wir die Fahrtkosten übernehmen, sollen wir also junge Menschen motivieren, nicht in Rostock ein Praktikum zu machen, sondern beispielsweise in Dassow ein Praktikum zu machen. Das bezweifle ich. Ich habe erhebliche Zweifel, nämlich ob die Rechnung in dieser Einfachheit aufgeht. Die Motivation, während der Praxisphasen des Studiums oder auch nach dem Studium auf das Land zu gehen, ist eben vielschichtig. Das einfachste Motiv ist dabei immer noch, dass jemand vom Land kommt und gerne dorthin geht bzw. zurückkehrt. Aber es bleibt richtig, wir werden bei der Zusammensetzung der Lehrerschaft auch darauf zu achten haben, dass genügend Landeskinder vertreten sind. Daher muss auch im Land an den Schulen beginnend intensiv für den Lehrerberuf geworben werden. Und das tun wir. Ein ökonomischer Anreiz für Lehramtsstudierende mit geringer Affinität zum ländlichen Raum kann im Einzelfall helfen, wird aber nicht ausreichen. Gleiches gilt für einen Landbonus bei der Zulassung zum Studium bzw. zum Vorbereitungsdienst, der im Übrigen auch auf rechtliche Bedenken begegnet. Nein, hier ist die Politik, sind die anderen gesellschaftlichen Verantwortungsträger, ist am Ende auch die Lehrerschaft des Landes gefragt, gerade auch den hinzukommenden, die materiellen, aber auch immateriellen Vorteile des Lebens und des pädagogischen oder akademischen Arbeitens auf dem Land in ihrer ganzen Breite zu vermitteln. Nur wenn dieses Bild, dieses Image positiv ist und dazu offenkundige ökonomische Anreize, wie etwa bei der Lehrerbesoldung, treten, kann es auf Dauer gelingen, die Unterrichtsversorgung flächendeckend stabil zu halten. Frau Oldenburg hat es so ein bisschen dargestellt, als ob wir in den letzten Jahren wenig für die Lehrerinnen und Lehrer gemacht hätten. Ich möchte hier noch mal ganz deutlich sagen, dass ich stolz darauf bin, was die Koalition in der letzten Legislatur geleistet hat. Bleiben Sie doch ganz ruhig, nicht aufregen. Denn die Verbesserung der Rahmenbedingungen war ein großes Gewicht für die Koalition und ist es auch nach wie vor. Und ich finde es richtig und wichtig, dass wir den Schritt gegangen sind, zu sagen, wir verbeamten die Lehrerinnen und Lehrer, weil das ein ganz entscheidender Wettbewerbsvorteil ist. Und wenn man mit den Lehrerinnen und Lehrern spricht, sind sie uns dankbar dafür, dass wir das gemacht haben.
Und insofern möchte ich das auch nicht kleinreden lassen. Und ich bin auch stolz darauf, dass wir es geschafft haben, in bestimmten Besoldungsgruppen diese von A12 in eine A13 anzuheben. Und ich kündige auch hier an, dass ich mich weiter dafür einsetzen werde, dass wir diesen Schritt auch konsequent fortsetzen, weil das einfach wichtig ist. Gerade auch im Zuge von Inklusion müssen wir unsere Lehrkräfte gut ausstatten und müssen sie auch entsprechend bezahlen. Sehr geehrte Damen und Herren, Mecklenburg-Vorpommern ist nicht nur ein Land zum Leben, sondern muss noch stärker als Ganzes ein Land zum Lernen werden. Dies gilt für alle Lebensphasen. Dabei ist es letztlich unerheblich, wo der Bildungsort angesiedelt ist. Dies gilt umso mehr angesichts der wachsenden Möglichkeiten digitaler Bildung, die auch an den Schulen des Landes eingeführt werden wird. Mit dem Bund sind wir hier in guten, intensiven Gesprächen und ich setze darauf, dass die von Frau Wanka versprochenen 5 Milliarden auch kommen. Dessen ungeachtet sind wir jedoch, und das will ich auch gar nicht abstreiten, für jede gute Idee dankbar, die zu einer besseren und gleichmäßigeren Unterrichtsversorgung in allen Schularten und Fächern des Landes beiträgt. Daher verwerfe ich das Anliegen der Fraktion der Linken nicht prinzipiell. Ich habe aber soeben Grenzen aufgezeigt. Ein Landtagsbeschluss im beantragten Sinne halte ich nicht für erforderlich und kann mich daher auch nicht dafür aussprechen. Denn, und jetzt kommt's, die Entwicklung im ländlichen Raum hat die Landesregierung schon in ihrer Gesamtheit in den Blick genommen. So hat sich die Koalition Anfang der Woche darauf verständigt, eine interministerielle Arbeitsgruppe zur Entwicklung ländlicher Gestaltungsräume in Mecklenburg-Vorpommern einzusetzen. Diese IMAG erarbeitet eine integrierte Strategie zur Entwicklung der ländlichen Räume und setzt diese in Modellregionen exemplarisch um. Dabei werden diverse Handlungsfelder wie zum Beispiel Mobilität, Gesundheit, Kultur und eben auch Bildung betrachtet und Lösungsansätze sowie Unterstützungsansätze und Instrumente entwickelt. Sie sehen also, wir haben uns längst auf den Weg gemacht. Und ich halte es auch für richtig, diese komplexe Thematik nicht auf einen einzelnen Punkt wie Fahrtkosten zu reduzieren, sondern viel größer zu denken. Die Landesregierung wird das, und das ist dieses sehr wichtige Thema Gestaltung der ländlichen Räume, nicht mit kurzgedachten Projekten bespielen. Wir sind angetreten, um hier Zukunft zu gestalten, und das werden wir auch tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Thank you.